Hey, 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 hallihallo Leute. Ja, Grüße aus dem Herzen und von mir. Ich bin hier wieder bei der Männer-WG. Heute mal ganz alleine, denn wir haben eigentlich schon eine Folge aufgenommen, aber die war total für den Arsch. Da wir so ein bisschen rumgemäkelt haben, so, weil uns etwas nicht gepasst hat. Und ja, es kann sein, dass es jetzt zu leicht Lecks führt, denn ich render gerade das Video für die, von dem Abonnenten-Special. Ich hab damit meinen Abonnenten aufgenommen. Und das Video rendere ich gerade. Ah, die Lin hat hier sogar ihr Haus hier hingebaut. Ja, ich wollte euch nur kurz zeigen, was sich hier so ein bisschen verändert hat. Ihr seht es, Lin hat sich hier ein Haus gebaut. Hübsch, schick, schick, schick. Sieht ja recht gut aus. Sieht echt gut aus. Ja, heute gab es nämlich einen Gast von Hubi. Ja, die hat sich jetzt ihr Hütchen hingebaut. Und ich wollte euch mal zeigen, was sich so ein bisschen verändert hat. Ich weiß ja nicht, was ihr alles so mitbekommen habt, aber hier zum Beispiel seht ihr gerade, da ist eine Spinne. So, warte, stell mich mal hier hin. Da, der Aufgang. Ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat oder nicht. Auf jeden Fall, hier ist jetzt eine Treppe, der große Raum. Da unten hat Yama so ein, da seht ihr diese Wasserpunkte da unten. In der Wüste, die hat Yama da hingesetzt und dadurch hat er eine Strafe bekommen und muss sein Haus wegmachen. Das ist das hässliche Haus, kann ich euch zeigen. Die Kuppel ist auch fertig. Hier, ja, Yama hat ja hier übel Wasser gesetzt. Hier, da, das hässliche Haus da oben. Die Kuppel ist auch fertig. Na, ah, boah, fast wäre ich gefallen wahrscheinlich. Das soll er halt wegbauen und ja, da gab es halt diese Probleme, der soll da hinten hinsetzen und dies, das. Am Anfang der Folge gab es dann so Probleme mit seinem TNT, das war dann auf einmal weg und ja, und da haben wir uns halt in der Folge nebenbei auch ein bisschen drüber lustig gemacht und aufgeregt, so, weil der je liebe Yama so ein bisschen bevorzugt wird. Ich habe ja eigentlich nichts gegen Yama, aber es ist halt ein bisschen nervig, denn ich möchte ja auch nicht über ihn herziehen oder irgendwie da haten oder so, aber es ist halt so eine Sache, die mich und wahrscheinlich nicht nur mich alleine so ein bisschen stört. So ein Verhalten, das kenne ich von meiner Schwester. Und damals, hier, Kalle, mach mal bitte was. Und ich sage, nö, und Mama, Mama. So, in dem Fall ist das halt mit Yama und Metos. Nö, Metos, Metos, Metos. Und das sind halt so Sachen, die, deswegen, warum die Aufnahme, die letzte, gelöscht wurde. Nicht nur von mir, sondern auch von Hubi, weil das einfach blöd war. Das ist eine scheiß Aufnahme. Wir wollten jetzt nicht irgendwie, dass ihr da andauernd irgendwelche Quengeleien mitbekommen müsst. Ich erzähle es euch natürlich, ist klar. Aber es, wie gesagt, es muss nicht sein, weil immer irgendwie da war was, Metos hier, Metos da und dann haben wir uns halt über aufgeregt, so hier Rebellion, das geht nicht für Metos und so, das für nach Vorteil-Dings da hier, wie heißt's? So verhätscheln ist das halt, weißt du? Wisst ihr? Ja. Auf jeden Fall, die Folge ist sehr kurz jetzt hier gehalten, denn ich habe halt heute das Abonnenten-Special aufgenommen mit den Abonnenten. Und habe das halt am Rendern und so und das schaffe ich zeitlich wirklich nicht. Und deswegen, ihr seht die Folge ja heute, also habe ich es gestern aufgenommen noch kurz und auch noch schnell gerendert und hochgeladen über Nacht. Ja, so wie ich es halt immer mache. Und ja, deswegen wird es auch wirklich nur eine ganz kurze, knackige Runde und die hört jetzt auch gleich auf. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen, was sich hier wirklich verändert hat. Ja, so, ich baue ja hier auch nebenbei jetzt einen Raum gerade weiter und jetzt versuche ich hier will ich dann auch noch so ein Haus bauen, wo man halt raus rein kann, dass es hier so ein Innenhof ist. Das heißt, den baue ich dann hier unten an, bis nach da und dann wird das hier alles glatt gezogen und dann macht man hier so einen schönen Brunnen hin und so. Ja, und Yama bekommt jetzt hier irgendwo am Haus auch seinen eigenen Raum, wo er dann so eine Terrasse bekommt und so, ja. Ja, macht euch keine Sorgen, es gibt alles super hier noch. Bens Raum hier, gucken wir auch mal rein. Oh, hat er sich eine Blume hingesetzt, schick, schick. Jawohl. Meine Yama ist ein kleiner Kasper und das finde ich auch ganz in Ordnung so. Er ist ja auch witzig und eigentlich ganz nett. Aber manchmal geht er einen so richtig mächtig auf den Geist. Ja, ich renne jetzt hier gerade wirklich nur noch doof rum. Ich würde sagen, das war's auch erstmal. Ich weiß, es heute nicht viel passiert, aber in der nächsten Folge passiert dafür umso mehr. Ich baue, baue, baue. Das verspreche ich euch. Könnt ihr in 3 Tagen die nächste Folge sehen. Dort wird dann schon wieder schön gebaut. Und ja, und dann, wenn das erstmal hier das Haus da hinten fertig ist, fange ich an sozusagen in der Wüste so eine Landebahn zu machen mit unterirdischen Bunker, so Area 51-Style so. Ja, ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch natürlich was. Auf Wiedergeschauen.